Alter, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mit einer neuen Folge TBT React. Und zwar zum neuen Set. Break of Shadows. Bosch. Sneak. Diese Woche, oder? Am Samstag, den 9. Kommt vorbei. Von Themen in München. Genau. Gute Karten. Wir quatschen ein bisschen darüber. Fangen wir an. Mit Ariadne. Also. Was kann diese Karte? Zunächst mal ist ein Pendelmonster. Level 4. Scale 3. 1,7 TK, 800 Death. Lichtmonster. Dann der Pendel-Effekt sagt, man braucht keine Lebenspunkte zu zahlen, um Counter-Traps zu aktivieren. Man muss keine Karten abwerfen, um Counter-Traps zu aktivieren. Schon mal richtig gut. Ja. Dann der Monster-Effekt sagt, wenn diese Karte durch Kampf oder Karteneffekt zerstört wird, kannst du 3 Counter-Traps auf deinem Deck suchen. Und dein Gegner sucht dann eine für dich aus, die du auf die Hand nimmst und die anderen kommen wieder ins Deck zurück. Also die Karte schon mal richtig gut. Das heißt, jetzt nicht verwechseln mit Tinchen, dieser Cosmo. Es können 3 mit demselben Namen sein, Konterfalle. Das heißt, direkt 3 Notes. Ja. Aber der Gegner zeigt offen und du wählst eine von diesen offenen halt aus. Ja, der Gegner darf aussuchen davon. Genau. Easy. Jetzt im neuen Pepe, Karte richtig gut. Mit Laster brutal, mit Wizard brutal. Also hat schon sehr potenzielle Karte. Es hört sich extrem krass an, aber du hast ja gesagt, die Japaner spielen es nicht mehr so. Ja, die Karte ein bisschen seltener gesehen. Ja, die Karte hat Potenzial, aber das Ding ist halt, sie ist sehr unkonstant. Man kann sie nicht suchen. Nur mit Wavering Eyes? Ja, mit Wavering Eyes kann man sie halt suchen und wenn man sie nicht zieht, ist halt schon ein bisschen blöd, wenn man da nichts hat. So auf, wenn man da keine Backroll oder so hat. Deswegen hat man die am Anfang nur im OTG gespielt und jetzt ist man da auf Lesia umgestiegen. Wenn man das direkt rausholen kann, first turn. Also um den Ariadne-Play zu machen, braucht man die auf jeden Fall auf der Starthand oder halt suchen oder mit Wavering Eyes zu suchen. Ansonsten ist halt dann dieser Play mit diesen ganzen Counter-Traps jetzt in diesem Fall Notice und so nicht gut. Ja. Wir werden sehen, was da. Ob man sie spielt. Ich denke, anfangs wird es schon gespielt. Ich denke auch am Anfang, dass man sie spielt. Und dann wird man vielleicht sehen, ob es gut läuft oder nicht. Was ich noch dazu sagen will, ist, dass dieser Effekt auch, dieser Monster-Effekt, auch wie bei Plushfire ist, sprich, wenn sie auch in der Panelzone zerstört wird, darf man sie trotzdem suchen. Sprich, man muss nicht auf dem Feld sein. Ja. Deswegen ist es eigentlich auch, also Karte hat es auf jeden Fall von den Effekten ja schon richtig, richtig krass. Gehen wir weiter? Nächste Karte, was ist das? Jetzt haben wir hier ein Synchro-Monster, Enlightenment Paladin. Dark Monster, Level 8, 2,5 Angriff, 2000 Def. Man braucht einen Tuner, einen Nicht-Tuner. Ein oder mehr Nicht-Tuner. Wenn diese Karte Synchro beschworen wird und nur ein Magician Pendulum Monster als Synchro-Material verwendet wurde, kann man eine Zauberkarte im Friedhof wählen und auf die Hand nehmen. Schon mal gar nicht schlecht. Diesen Effekt kann man nur einmal pro Runde aktivieren. Wenn diese Karte von einem gegnerischen Monster, wenn diese Karte ein gegnerisches Monster zerstört, durch Kampf, kann ich Schaden in Höhe des zerstörten Monsters, also ATK in Höhe des zerstörten Monsters als Schaden geben. Ja, gut, ist schon richtig krass. Also Magisch ist schon sehr gut, die Karte. Die Frage ist jetzt nur, inwiefern Magician noch relevant ist, jetzt wenn das neue Pete da ist. Es ist eigentlich relevant, also steht, man kann eine Zauberkarte von Feed auf die Hand nehmen. Also ja, das ist schon gut. Das ist schon sehr gut. Ich denke, die Karte wird auf jeden Fall einmal im Extra gespielt. Im zukünftigen Pendulum-Decks. Ja. Vielleicht spielt man auch Magicians noch, weiß man nicht, aber ich denke auf jeden Fall, also die Karte vom Effekt ist richtig krass. Also eine Zauberkarte auf der Hand nehmen. Vom Friedhof. Ja, wird man auf jeden Fall spielen. Ich denke auch. Gute Karte auf jeden Fall. Machen wir weiter? Schon wieder eine neue. Was ist das? Burien Mirror Force. Was kann das? Wenn ein Monster, also ein gegnerisches Monster, einen Angriff deklariert, dann tue alle Monster in Angriffsposition in die offene Defense, in die verdeckte Defense-Position legen. Hat's auswendig gelernt. Und diese Monster können dann nicht mehr die Kampfposition ändern. Für immer. Eigentlich ist es relativ gut. Mal schauen, was es so bringt. Ansonsten ist halt, ja, was soll ich sagen? Die meisten werden zerstört, ist es jetzt eigentlich relativ schlecht. Immer wenn es zerstört, auf die Hand geben, hat der Gegner immer wieder neue Ressourcen.
in die Face-Down-Position ist eigentlich relativ gut jetzt. Nein, aber Show, es gibt eine Falle. Tu einfach alle Effektmonster in die Verteidigung. Und da muss kein Angriff deklariert werden. Ja, aber da kann man wieder ändern. Da kann man wieder ändern. Da kann man nicht ändern. Ja, ja. Die Frage ist jetzt, was bringt es, wenn es verdeckt ist? Und das man nicht verändern kann. Du kannst die Effekte dann aktivieren. Die sind dann nutzlos. Ja. Die Monster sind auch komplett nutzlos. Ja. Ignister kann ich scheiße, alles ist scheiße. Destroyer scheiße. Ignister hat nur Defense, Mann. Du kannst einfach drüber. Du kennst doch Lust von Turn, Mann. Alles in Defense gedreht und dann hast du... Bist einfach drüber. Dein Effekt ist einfach heftig. Frage ist halt, ob sie überlebt, bevor der Angriff kommt. Ja, das ist halt schon Frage. Also auf jeden Fall die Karte Potenzial. Aber mal hört schauen, sich gut an, ob sie gespielt hat. Nein, hört sich auf jeden Fall sehr gut an, ob die Karte Potenzial hat, werden wir mal sehen. Hier und da sieht man noch eine Storming Mirror Force jetzt in den meisten Decks oder Side-Decks. Ob die jetzt da irgendwie noch, ob man die spielt, das werden wir halt sehen. Ja. Also schlecht ist sie auf jeden Fall nicht, Effekt ist echt gut. Ich glaube, das Einzige, was noch richtig gut an der Karte ist, dass dann die Monsterzone gedeckt ist und dass da der Gegner nicht noch mehr pendeln kann, zum Beispiel. Wäre ein Vorteil jetzt bei der Karte. Ja, okay, nächste Karte. Sieht man da schon wieder Blackwing, die kriegen irgendwie jede Edition was. Geht der Lord Blackwing? Nein, das Schwein. Der hat 2 Sterne, 800 Angriff, 800 Verteidigung, Finsternis, geflügeltes Ungeheuer. Da steht, wenn du ein Blackwing-Monster kontrollierst, anderes als ihn selbst, kannst du diese Karte spezial beschwören von der Hand. Ja, normal Blackwing-Monster. Genau. Du kannst nur den Blackwing, also ihn, einmal pro Spielzug auf diese Weise spezial beschwören. Und wenn diese Karte normal oder spezial beschworen wird, wählst du eine andere Blackwing-Monster-Karte, die du kontrollierst und erhöhst ihre Stufe auf the level of that monster hat increased auf that monster. Das ist gar Englisch. Warte jetzt um sich selbst oder um sich selbst? Egal, das erhöht einfach Stufe. Nutzloser Stufe. Effekt. Weiter. Level kann nur Black was da anfangen. Nee, nicht einmal. Was, keine Ahnung. Warum machst du das schon wieder? Nichts, weil du musst immer blöd anfassen, ja. Alter. Die Karte kann echt nicht. Oh, die schaut ganz geil aus. Hab ich auch gesehen. Oh mein Gott, das ist was für ein Schau, ist er. Alter, ich bin dran. Erster Burninger bis heute. Okay, nächste Karte. Phoenix Schweine Warrior. Ja. Richtig geil. Er ist Erde, Unterweltler, Level 3, 1-4 Angriff, 900 Def. Unterweltler-Monster, die man kontrolliert, können nicht bei Kampf oder bei Karteneffekt zerstört werden, außer er selber. Wenn diese Karte auf den Friedhof geht, gesendet wird, kann ich einen Unterweltler-Monster von meinem Deck auf den Friedhof legen, außer ihn selber, und ich kann diesen Effekt nur einmal pro Runde aktivieren. Das ist halt die lang ersehnte Karte für Burning Abyss, die das Deck auch wieder ein bisschen, ich denke mal, auf jeden Fall stärker macht, weil man ja jetzt ihn spielen kann. Man kann jetzt die Dinger specialen, die Burning Abyss-Monster kann man specialen, die werden nicht zerstört, weil er das halt negiert. Man kommt auf Dreier, richtig gut, und richtig gute Karte. Und die ist super noch mit Tourguide. Tourguide auch noch super, mit Skam super, richtig gute Karte. Ja, dazu kommt bald in einem Supergarten-Video. Ja, ich freue mich drauf. Nächste Karte. Oh mein Gott, sechs. Spaß, Alter. Nächste Karte, Magical Sea Castle Aigaion. Kennt die Karte nicht. Ist Wasser, Maschine, ein Xyz-Monster, Rang 8. ATK unbekannt. Fragezeichen. Ja. Was? Ja, Verteidigung 3000. Braucht 2 Level 8 Monster. Ist nicht unbekannt, sein Effekt. Oh mein Gott, ja, das. Alter, das ist nicht. Ja, ich mach weiter. Der Effekt sagt, ich lese ihn noch kurz durch. Kann man Englisch. Du hast auch sein nicht gelernt, sag doch einfach. Jetzt unser Praktikant, er braucht noch ein bisschen länger wie wir. Jetzt noch nicht so. Das wollte ich noch kurz. Aber was geht sonst so bei dir? Ja, ich weiß nicht. Ich will jetzt endlich die Effektwissen und so. Aber irgendwie kommt nichts. Oh mein Gott, kommt echt nichts. Ich glaube, wir müssen Englisch kurz machen, oder? Okay, die Karte sagt, während des Spielzugs eines beliebigen Spielers kannst du ohne was abzuhängen, also ich kann es einfach so machen, eine random Karte von deinem Extra Deck deines Gegners, aber eine verdeckte Karte. Das heißt, keine Pendelmonster, kannst du eine random verdeckte Karte vom Extra-Deck banishen. Und die bekommt dann so viel ATK wie das gebanishte Monster. Für immer. Ja, für immer. Und dann auch nochmal, während des Spielzugs eines beliebigen Spielers kannst du ein Xyz-Monster abhängen. Dann ein
also ein verbanntes Extra-Deck-Monster, das heißt eben Fusion, Synchro-Deck, Seas, von einem Gegner wieder in sein Extra-Deck mischen und dann dieselbe Art von Monster, die er kontrolliert, zerstören. Das heißt, es ist ein Synchro-Monster gebanished und er kontrolliert eins, kann ich das zurückmischen und zerstört dann das Synchro-Monster. Ja, aber ich spiele mit Destroyer. Ja, also die Karte ist jetzt okay, sagen random. Wir mal. Nein, man kann halt den extra Deckmonster wegkriegen, er kriegt halt Boost dafür. Das kann also man halt so oft machen, wie man will. So kriegt er halt ewig Push. Also das ist erstmal schwer herauszubringen. 2-8 sind schon mal schwer. Ah ne, kriegt man keinen Push. 2-8 sind schon mal schwer. Der zweite Effekt von dem Monster ist eigentlich auch abhängig von dem, was man eigentlich entfernt. Ja. Ja. Weil wenn ich jetzt ein Exit-Monster entferne und er hat aber ein Synchro-Monster-Ding. Also so gut ist jetzt die Karte nicht. Ja. Machen wir weiter? Doch. Machen wir weiter. Mal alles weiter. Klar. Kommt der Buster Blader. Der Buster Blader, der Dragon Destroyer. Oh mein Gott. Stufe 8, Licht. Okay. 2800 Angriff, 2500 Verteidigung. Was ist das? Das ist ein Ritual, oder? Was mir hier schon mal auffällt, bei ihm sind alle Effekte Continuous Effekte, das heißt permanente Effekte. Also, es sind 5 Continuous Effekte. Also alles. Das heißt, Notice geht schon mal nicht, aber jetzt lesen wir erstmal, was ist. Also Continuous. Brauchst einen Buster Blader und ein Drachenmonster. Kann nur Fusion beschworen werden auf diese Art. Kann den Gegner nicht direkt angreifen, okay, schon mal ein schlechter Continuous Effekt. Diese Karte hält 1000 ATK und Death für jeden Drachen, was dein Gegner kontrolliert oder was er im Friedhof hat. Für den Drachen. Ändere alle Drachenmonster, was dein Gegner kontrolliert, in die Verteidigung. Drachenmonster. Für die, oder? Drachenmonster können ihre Effekte nicht aktivieren. Und. Also gegnerische Drachenmonster. Genau, alles gegnerisch. Und wenn diese Karte ein Monster in Verteidigung angreift, macht er diesen Trampelschaden. Piercing Damage. Ja, aber dann geht auch Notus trotzdem drauf, wie scheint. Nein, geht nicht. Nein. Das ist ein Continuous-Effekt, Mann. Ja, aber wenn er kommt... Wie Bora. Auf Bora kannst du auch keinen Streich machen. Ja, aber wenn er kommt, aktiviert doch der Effekt, dass ich alle in Death trifft. Junge, Continuous. Da aktiviert sich nichts. Da steht Summon-Effekt. Nein, Summon ist der erste Fusion-Beschwörung. Wenn da Summon steht, in der ersten Zeile, dann ist es auch der erste Zeile der Effekt. Secret Rare, schlechteste Secret Rare aus dem Set. Wenn ihr die zieht, dann leidet ihr. Ja, weiter. Die Karte kann nur was, wenn man gegen Drachenspieler spielt. Jetzt kommen wir zu dem interessanten Stuff. Twin Twister, eine Schnellzauberkarte. Ja, der Effekt ist, rufe eine Karte ab, dann wähle bis zu 2 Zauber- und Fallenkarten und zerstöre sie. Die Karte ist sehr gut, also eigentlich richtig krass. Ersetzt MST. Neue Staple, ist super rare, das heißt, wird wahrscheinlich oft gezogen werden, man weiß es noch nicht. Auf jeden Fall eine sehr gute Karte, Staple. Wie findest du sie? Das geht schon. Die ist überkrass. Du kannst bis zu 2 Karten zerstören. Du musst eine Karte abwerfen, die muss nicht im Friedhof kommen. Du kannst auch deine eigenen zerstören, du kannst auf dem Feld zerstören, je nachdem kommt es auf jede Situation. Einfach krass. Also eine sehr gute Karte für alle Decks, die irgendwas im Grave haben wollen, die tote Hand haben. Oder richtig krasse Karte. Jetzt kommen wir zu einer nächsten Schnelltower-Karte, Mistaken Charges. Die Karte ist echt krass. Ist sie das? Schnellzauber. Deine Reaktion zeigt das aber nicht an, Mann. Doch, die ist echt krass. Glaub mir, Schnellzauberkarten sind immer gut. Also, wenn der Gegner auf der Hand und auf dem Feld mehr Karten hat als du, also als selber, kann man eine offene Karte auf dem Feld wählen. Kein Spieler kann Karten aktivieren oder die Effekte-Karte aktivieren für den Rest dieses Duells mit dem Namen dieser Karte. Außer die Karte selber. Das kann man noch erst Eindruck? Oder hast du die auch schon zu Hause gelesen? Nicht. Also was sagt die jetzt genau? Du wählst eine Karte von deinem Gegner, wenn du weniger hast als er. Ja. Und die Karte kann nicht mehr benutzt werden für den Rest des Duells, außer diese eine Karte. Die du sagen benötest, wir, sagen wir. Also sprich, ich... Warte mal. Ich wähle Plushfire aus. Ja. Dann kann er diese Plushfire aktivieren, die auf dem Feld ist, aber die anderen, die er irgendwo hat, dann nicht mehr. Ja, wenn du sie wegbekommst, dann kann er gar kein Plushfire mehr aktivieren. Ja. Für den Rest des Duells? Ja. Die Karte ist sehr...
Die ist krasser als Psi-Blocker, Mann. Das ist ähnlich wie Verbot. Ja, oder? Die ist wie Verbot wie Psi, aber die bleibt das ganze Duell. Weil Psi-Blocker sagt er nur bis zum Ende des Zuges oder irgendwas. Bis zum Endphase vom Gegner. Bis zum Endphase vom Gegner? Die Karte ist echt gut, Mann. Die ist Schnellzauber. Also Bedingung ist halt, der Gegner, was sagt er nochmal? Weniger, oder? Ja. Nein, mehr. Also wenn der Gegner mehr Karten hat. Mehr Karten hat auch dann. Aber die Karte, die darf er ja dann benutzen. Ja, die Karte schon, aber die andere nicht. Ja, so wie bei Verbot. Die Karte, die schon auf dem Feld sind, darf er weiterhin benutzen. Und dann alles der Rest nicht. Aber Verbot ist ja Ding, die ist Schnellzauber. Und Verbot kannst du wegschießen mit MST. Ja. Okay, ja. Blocker kriegst du weg in einer Runde. Aber warte. Problem ist noch der erste Satz. Wenn der Gegner mehr Karten hat. Ja, Pendel ist fast immer. Wenn du Minus bist, nach dann machst du nochmal Minus. Nochmal Minus. Dann bist du sowieso schon abgefuckt. Nein, du kannst gegen Pendel nicht zurückkommen. Doch. Also du bist sowieso schon mehr... Das ist kein Pendel-Diskussionsvideo. Das ist ja kein Pendel-Diskussion. Ja, aber wir reden, es geht ja nur um... Sagst du zum Beispiel, okay, aber wenn einer mehr... ich muss es so recht geben, wenn einer mehr Handkarten hat als du oder auf dem... Ja, aber eine reicht schon. Eine reicht schon. Ja. Das ist scheißegal, Mann. Das ist aber wenn man zum Beispiel auf... Wenn du schaust, du machst auf Destroyer. Du machst zum Beispiel auf Destroyer. Ja? Er kann Destroyer nie wieder benutzen. Okay, du bist im Nachteil. Warte, was sagt die Karte? Targeten, weil Destroyer kann nicht getargetet werden, oder? Okay, dann gibt's doch nicht. Ja, aber es wäre geil gewesen. Aber das Ding ist, er braucht ja nur eine Karte mehr. Das heißt, du fängst an, du settest es, er macht den noch. Oder auch. Du kannst direkt machen. Weil du eine Handkarte weniger hast. Genau. Das heißt, du machst auf Juggler eben. Oder auf Ding. Was meinst du über diese Karte? Fazit. Ich finde die Karte endkrass. Fazit. Oh mein Gott, finde sie auch richtig gut. Also finde sie echt gut. Also auf jeden Fall Potenzial. Ja, wir werden sehen. Alles Potenzial. Ja. Aber ich begründe es aber auch. Tati will keine Fehler machen, deswegen sagt er nie, die schmecken. So hat Tati nur Unrecht, das stimmt. Aber nein, wieso denn? Aber ich begründe. Einmal hat er gesagt, Plusfest. Fragen Sie Tati Flop Games. Hast du gesagt, du machst es. Keine Risiken. Das steht kein Text. Ja? Okay, das ist echt was für dich, Alter. Komm. Was ist denn das? Ah, warte. Da ist doch eine zweite, Mann. Pendulum Reborn. Normale Fallenkarte, Special ein Monster vom Extra Deck. Ein Pendulum Monster, Alter. Special Extra Deck oder Graveyard? Vor Extra Deck. Na, geht da nicht. Ja, Pendulum, wo liest du wieder? Oh mein Gott, da oben, ich dachte da unten. Ja, Special ein Face-Up Monster vom Extra Deck oder vom Grave. Ich weiß gar nicht mehr, ob man das braucht, weil die pendeln ja eh immer. Also, die Karte nimmt so Platz weg in einem Pendulum Deck, also ich finde die jetzt nicht so... Und langsamer ist eine Falle. Ja, also wenn es eine Zauberkarte wäre, wäre es vielleicht... Noch gut, aber ich glaube, ist irrelevant die Karte, glaube ich. Also ich glaube, die braucht man aber echt nicht. Keine Begeisterung? Nee. Effekt ist zwar gut, aber ich glaube, irrelevant eigentlich. Schon wieder Bojo. Der ist auch schlecht. Ja, dann mach du das. Mach du das mit dem Chat. Der hat 2-8 Angriff, 2000 Verteidigung, 8 Sterne, Erde. Er braucht einen Tuner oder ein Nicht-Tuner Synchro-Monster. Ein oder mehr. Schon mal ein Negativpunkt. Genau, Negativpunkt. Schon gut. Wenn diese Karte einen Angriff deklariert, kriegt die 400 ATK für jedes Erdkriegermonster, Synchro Erdkriegermonster, das du kontrollierst, bis zum Ende des Damage Steps. Wenn diese Karte ein Monster durch Kampf zerstört und ist in den Friedhof tot, kannst du eins der folgenden beiden Effekte aktivieren. Beschwörst du auf deine Spielfeldseite oder übernimm eine Kontrolle über ein offenes Monster vom Gegner. Besser als Goyo. Eigentlich endlich beschwört. Du kannst ihn in Angriff. Willst du ihn da rausbringen? Ja, mit bringst Goyo du, und du bringst du wahrscheinlich Goyo in diesem Goyo-Deck raus halt. Goyo-Deck und Deck. Gibt's ein Goyo-Deck? Ja, stimmt. Haben wir auch nicht Synchro-Monster? Nein, es gibt noch kein Goyo-Deck. Es gibt nur Goyo-Extra-Deck-Karten. Ja, Goyo-Extra-Deck-Karten. Nein, es gibt schon auch Goyo. Nein, man kann... Ich find's aber auch zu speziell. Also ein Synchro-Deck kriegst du in den Endlight. Ja, also ganz echt. Level 8, das ist gar nichts. Nee. Ein Tuner, ein Nicht-Tuner. Kommen wir zu der besten Karte in diesem Set. Ja, mache ich jetzt. Das ist die beste Falle. Die beste Falle. Solemn Notice. Zweitbeste Falle. Solemn Notice. Wenn ein Monster oder mehrere Monster spezial beschworen werden oder ein Monster-Effekt aktiviert wird, zahle 1 von Lebenspunkte, negiere die Beschwörung oder die Aktivierung und wenn du das tust, zerstöre diese Karte. Beste Karte, beste Fallkarte. Bewertung. Neue Staple. 9 von 10 Sternen. Das ist eine... Ganz ehrlich, was soll die denn noch machen? Das ist eine 10 von 10, Mann. Digga, negativ ist, dass ich zahlen muss. Es geht also auch 10 von 10, 10 von 10. 10, 10, 10, 10. Ja, 1 5 ist gar nichts. Es geht auf die Beschwörung. Du kannst nicht 10 geben, wenn du im Nachhinein ziehst. Alter, im Nachhinein geht sogar auf den Effekt dann noch. Ja, aber du kannst nicht 10 Sterne geben. Du machst sogar, du negierst sogar. 10 von 10 ist echt zu viel. 9,5. Nein, 9 von 10, fertig. Du negierst, du negierst im Friedhof innerhalb alle Effekte. Du negierst alle Effekte. Okay, was hat dann 9,5?
Oder 10 bei dir? Ja, zum Beispiel wenn der Liga hat jetzt nicht, wo du nichts zahlen musst, dann ist es überkrass. Okay, dann gebe ich hier aber dann 50 zu spielen. Safe dreimal? Safe dreimal, neu Staple. Dreimal? Also eine Karte, die jeder dreimal spielen muss. Ja, ich spiele sie dreimal, aber Baro spielt sie wahrscheinlich nur, weil er sie nicht kriegt. Das ist eine andere Sache. Ganz krass. Also wir sehen jetzt hier nochmal... Nein, was? Tun wir nicht. Lies das mal. Was ist das? Lies das mal. Die Counter-Set. Also, Achso, die Counter-Set. Es geht um die neue Counter-Set, die TCG Exclusive ist. Ja. Der ist definitiv... Nee, warte. Die Karte heißt Providence. Nein. Providence. Das heißt, ich weiß nicht, ob die Karte wirklich so heißt. Ist ja egal. Auf jeden Fall, die Fallenkarte sagt, wenn eine, also eine Counter-Trap, wenn eine Zauber, Fallenkarte oder ein Monster-Effekt aktiviert wird, kannst du dieselben Typ an Karte abwerfen und die Karte wird negiert. Heißt, der Gegner aktiviert eine Fallenkarte, musst du eine Fallenkarte abwerfen, der Effekt von der Fallenkarte oder die Fallenkarte an sich wird negiert und zerstört. Ja, ja, natürlich Counter. Ist eine Counter-Trap? Was meinst du? Direkter Vergleich zu Notus. Hat er viele Sterne würdest du geben? Okay, hat nicht zugelesen. Du? 8. Nein, nicht normal, das ist viel zu viel. Nein, der ist verwirrt heute. 5 oder 6 Sterne, weil man muss die Karte auf der Hand haben, die aktiviert, dann krass. Musst du eine Karte abwerfen, du machst minus 1, also ich finde die Karte nicht so gut. Ich finde die Karte auch nicht so gut. Aber das Ding ist halt... Ich finde die Karte schon gut, beim Satella. Ja, ich weiß nicht. Hey, aber eine Frage jetzt von rein. Wenn dein Pendelmonster in der Hand hast? Das zählt als Monster. Okay. Finde ich nicht gut. Oh, das versucht sich ja nicht heute für Kartenwurzeln zum Aushören. Die Karte ist echt gut. Red Eyes, Tracer Dragon, Stufe 4, Dark, Drache. Oh, die sind gut, oder? Ist echt gut, Mann. 1-7 Angriff, 1-6 Verteidigung. OCG Import ist es sogar. Ja. Wenn ein Level 7 oder weniger Stufe Red Eyes Monster das kontrollierst, außer Red Eyes B Chick, du halt der Drache, zerstört wird durch einen gegnerischen Angriff oder Karteneffekt und auf den Friedhof gelegt wird, kann man diese Karte von der Hand in die Verteidigung spezialbeschwören. Und spezialbeschwöre so viele wie möglich. Warte, ich check den nicht, Leute. Ihr seht, dieses Set hat sehr komplexe Karten, Monster. Ja. Die Sneak wird schon mal richtig geil. Die Sneak, ja. Also Sneak werde ich wahrscheinlich mal 3 Stunden allein für lesen und verbringen. Aber wie mehr Text, desto besser sollte der Effekt eigentlich sein. Was sagst du? Mehr Text. Je mehr Text, desto klasse sind die Karten. Eigentlich nicht, also aber die Karte sagt, wenn ein Red Eyes Monster, also Red Eyes Bechick, weil es ist ja eigentlich kein Red Eyes Monster, wenn ein Red Eyes Monster, Stufe 7, nein ist es nicht, im OCG heißt es nicht Red Eyes. Ja okay, mach weiter. Also ein Red Eyes Monster, Level 7 oder niedriger, wenn zerstört wird, eins oder mehr, wenn die zerstört werden, durch Karten oder Attacke, dann kannst du die Karte von der Hand specialen und dann specialst du so viele Monster wie möglich, die zerstört wurden, also alle Monster, die zerstört wurden, specialst du halt, so viele wie möglich, in der Position, wie sie waren, das heißt, Monster, die vorher im Death waren, kommen wieder in Death und sowas. Und das Specials so viel wie möglich, die zerstört wurden. Und du kannst diese Karte rebooten. Und dann hast du in deiner Main Phase eine zusätzliche Normal Summon für Red Eyes Monster. Außer Red Eyes wie Chick. Also die Karte ist schon. Karte ist sehr gut in einem Red Eyes Deck. Denke, die bringt den Support und ein bisschen mehr Power. In einem anderen Deck wahrscheinlich nicht. Nein. Aber sehr interessant. Dass sie auch mal Karten für andere Decks wieder rausbringen. Oh mein Gott, Mann. Law Eye Magician. Law Eye Magician, Pendulum, Texa, Level 7, Skala 2, 2000 Angriff, 2500 Def. Pendulum Effekt, 1+ Spielzug kann man einen Pendulum Monster auf meiner Hand herzeigen. Dann kann man einen Magician Karte in den Pendulum Zone zielen. In der eigenen. Und dann bekommt er die Skala, die man halt vorgezeigt hat. Monster-Effekt. Klingt nicht so gut. Ganz schlecht. Pendel-Effekt eigentlich schlecht. Monster-Effekt. Wenn diese Karte Pendulum beschworen wird, können Magician, Pendulum, Monster, die man kontrolliert, nicht zerstört werden bei Karteneffekten vom Gegner.
solange diese Karte offen auf dem Feld liegt. Aber nur während der Runde, die sie beschworen wurde. Endschlecht. Also nicht gut. Weiß nicht, ob man sie spielt, aber ich denke nicht. Hat sein Level irgendein ein Interesse? Level 7. Könnte man, also könnte man. Outdice-Varianten mit ja, 7. Ist auch 7, könnte man vielleicht kombinieren. Aber Yangtze ist auch schon 7, deswegen weiß ich nicht. Aber ich denke mal, da gibt es ja nicht andere bessere Level 7er als den? Weiß ich nicht. Doch, es gibt schon einen Level 7 Magician. Ja. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob man den unbedingt spielen muss. Der ist Skala 2, mein Gott, weiß nicht. Vielleicht spielt man einmal oder so. Man könnte mal. Ja, weiter. Endlich das vorbei. Das war's. Das war's von diesem Set, wir leiden jetzt, Mann. Ja, es waren jetzt, ich sehe es gerade selbst, 40 Minuten. Ach du Scheiße. Das werden wir mehrere Teile aufteilen. Wahrscheinlich. Und dann schauen wir weiter. Vielleicht aber auch nicht. Das ist einfach was Saftiges essen. Also, wie findest du das Set? Eigentlich echt krass. Also ich glaube, man kann echt viel rausholen aus dem Set. Ansonsten... wie viele Cases hast du dir geholt? Das darf ich leider nicht verraten, sonst habe ich hier Drohungen schon bekommen. Wie findest du das Set? Wirklich eins der besten Sets seit langem. Ich finde das auch, find das Set auch sehr gut. Ja, schreibt ihr was, schreibt in die Kommentare, was ihr von dem Set haltet, wie ihr die Karten findet. Set ist sehr gut. Na klar, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass auch Cosmos Support drin ist. Darüber haben wir ein extra Video gemacht. Das ist ja auch noch in dem Set drin. Also das Set hat echt für jeden, für jedes Deck etwas. Auf jeden Fall. Und wenn ihr Karten daraus braucht, schaut bei Das Sneak am Samstag vorbei. Ja. 9.1. Wir sind dabei. Von Tame in München. Ja, wir sind dabei. Eine Woche später bei Team Bubble Team. Okay, da, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite. Und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten, bleibt grüßen.